Gebongt, wenn deine große Sintflut kommt, ist das Getier an Bord. Da gebe ich dir mein Wort. Noah hiefte alle Sorten Tiere in den Laderaum. Bei den letzten beiden brach sogar der stärkste Ladebaum. Er rief nach seinem Boss: Mein Gott, was mache ich bloß? Die Biester sind für meinen Kutter leider viel zu groß. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier. Die armen Saurier, die Dinosaurier werden immer trauriger, denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Guter Rat war teuer, denn das eine Ungeheuer fing zu weinen an, weil es nicht schwimmen kann. Doch da kam ihm die Idee, wenn wir als Weinbergschnecke gehen, gehen wir in Noahs Kahn und dürfen doch mitfahren. Sie machten sich ganz schmal und zogen ihre Ohren ein und passten immer noch nicht in die Arche Noah rein. Mein Gott, was mach ich bloß, rief Noah und fuhr los. Die Biester sind für meinen Kutter leider viel zu groß. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Noah war schon meilenweit mit dem Kahn in Sicherheit. Und der Regen fiel auf das Urreptil. Die beiden Saurier standen da wie ein begossenes Pudelpaar. Denn Saurier fürchten sich bei Regen fürchterlich. Dinosaurier sind ausgestorben, das weiß jedes Kind. Nun weiß man auch, warum die Saurier ausgestorben sind. Wer durchs Museum geht und ihre Sprache versteht, der kann den Saurier fragen, der da abgemagert steht. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier. Ja, 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 ja. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier. Die armen Saurier. Die Dinosaurier.